Recht herzlich willkommen zur 105. Folge von Grand Age Medieval. Ja, die Stadt hatten wir letztes Mal noch gefunden, die ist hier. Und ja, dann war unsere Übernahme da. Wir haben natürlich nicht mehr ganz viel Geld, wie ich gesehen habe. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir diese loswerden alle. Die sind jetzt ein bisschen teuer für uns wohl. Und ich denke mal, das, was wir machen können, ist die einfach mal hier hinzubringen irgendwo, ne? Dass wir die erstmal angreifen, oder? Dann werden wir die minimieren dadurch und dann schauen wir mal, was Sache ist, ne? Okay, dann legen wir mal los. Und hier müssen wir erstmal starten und dann schauen wir weiter. Gut. Wo sind denn unsere Truppen? Da kommen die erstmal an. Und dann nähern wir uns mal der Stadt ein bisschen und gucken uns das an. Oh, da kommt eine Armee. Okay, das war unsere Truppen. Auf geht's! Und dann greifen wir die mal an. Okay, ob wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen, ist natürlich die nächste Sache. Das sind ja doch ein paar mehr, ne? Lass mal da zwei Einheiten nochmal bilden. Wie sieht denn das hier so aus? Da haben wir Verluste. Da auch. Das ist nicht gut. Okay. Da haben wir die Verluste noch mehr. Jawohl! Truppe finden sie im Kampf, klar. Aber da werden wir wohl keine Schnitte gegen haben, oder? Obwohl, das ist gerade ausgeglichen. Wenn die jetzt fertig werden, ne? Dann wird noch was gehen. Da oben sind noch Einheiten. Aber das, die kommen bestimmt zu spät. Und da sind auch noch welche. Vielleicht kommen die noch passend. Aber das sieht nicht gut aus. Ah, jetzt ziehen die noch mehr ran, ja. Das war's dann. Jetzt haben wir natürlich gerade eine negative Bilanz auch gehabt. Da müssen wir aufpassen, dass die Moral nicht wieder dann runtergeht, ne? Das haben wir ja auch noch. Ja, sieht gerade ganz schlecht aus. Bis die anderen kommen, hat sich das erübrigt, oder? Ja. Da kommt noch eine Einheit. Und diese sind wahrscheinlich fertig. Ist die da gleich hingelaufen, ne, oder? Würde ich mal sagen. Das sieht gerade nicht gut aus. Ja, das sind die letzten Spießgesellen. Da läuft noch einer raus. Aber wir können auch gar nicht ausbilden, weil uns Geld fehlt. So. Da läuft ein Händler rum. Da ist nichts mehr. Und überall sind keine Leute mehr, ne? Genau. So, jetzt müssen wir unseren Vasili noch finden dann. Und dann gucken, dass wir die Belagerung hier irgendwann stoppen. Hier konnte man ausbilden auf jeden Fall. Und müssen wir gucken. Ja, das geht noch nicht mehr, weil wir kein Geld haben jetzt. Ja. Das ist ja hier doch, oder? Nee, doch nicht. Das ist ein anderer Händler. Krasimir war es, nicht Vasili. Krasimir hat den Wagen voller Waren. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt schnell handeln noch, oder? Dass wir Geld zusammenkriegen. Okay, 200. Das ist auch 200, das ist auch guter Preis. Hier sind es 300, gehen alle weg. Ist auch ein guter Preis, allerdings fallen die sofort runter. Hier geht auch noch was. Und selbst da geht was. Jetzt haben wir wenigstens 45.000 wieder zusammen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir weiterkommen. Okay, da kommt wieder eine Einheit. Oh.
Ich glaube, wir sollten hier permanent und ständig gucken, dass wir eine Einheit hinterher bilden. Weil wenn die da rausgehen, wie man sieht, sind die gar nicht mehr so schlecht hier, ne? Nur noch 800 drumrum. Und die Belagerung fängt wieder bei 0 an, oder wie sehe ich das? Kriegen wir auch noch eine Einheit ausgebildet? Nee, da reicht's Geld jetzt gerade wieder nicht für. Aber wir müssen, wie gesagt, auch um Geld aufpassen. Okay, da können wir was verkaufen, aber auch nicht ganz viel. Da geht alles weg. Ach, hier oben ist noch Getreide. Okay. Das ist dann günstig im Endeffekt, aber wie wir sehen, können wir da nichts kaufen, weil wir kein Geld haben. Wein gibt's hier. Können noch Kohle verkaufen. Dann sind wir schon mal wenigstens in einem Bereich, wo wir gleich ein bisschen was kaufen können, ne? Ja, da geht ein bisschen jetzt was. Ist der Wein das Richtige, ist die Frage, ne? Ja, komm. Und dann ziehen wir weiter dahin und gucken, dass wir da was kriegen. 30.000 plus. Da muss eine Einheit wieder her. Verteidigen wir die Stadt jetzt dadurch? Müssen wir gleich darauf achten, wenn der nächste Kampf stattfindet. Ah, da ist schon wieder einer. Die haben 1000. So. Ne, das lohnt nicht. Hier oben das geht. Können wir sogar alles verkaufen. Hier geht auch was. Ne, stopp, das war verkehrt. Da müssen wir eher einkaufen. Das lohnt nicht. Da geht was verkauft. Okay. Hier können wir was kaufen. Das ist teuer. Das lohnt alle nicht. Hier haben wir schon eingekauft, glaube ich. Und das lohnt jetzt nicht wirklich. 1000. Holen wir die Steine hier noch rein. 300. Und dann gehen wir mal dahin. Ja. Müssen wir immer gucken, dass das läuft, ne? Fisch ist günstig. 418. weg. Das lohnt nicht. Das auch nicht. Das lohnt. 18. Und das lohnt auf jeden Fall auch, aber fällt gleich runter. Machen wir 20 davon, ne? Ja. Das ist natürlich ein gutes Angebot. Bier ist teuer, Fisch ist billig. Und Früchte sind teuer. Ja, der Rest lohnt nicht. So, dann wieder zurück. Ja, zack, immer wieder einen rausbringen. Das ist wichtig wegen der Belagerung hier wieder zurücksetzen, glaube ich, ne? Krasimir ist jetzt hier. Lohnt nicht. Das lohnt alles nicht.
Hier geht Fisch. Nee. Das ist 81, nicht 130 der Preis. Das ist günstig. Ach, das ist auch 80, das ist die Kohle da drüber und das ist auch nix. Hier geht wieder was, aber das fällt sofort runter. Na gut, die 6 Stück verkaufen wir mal. Hier lohnt nicht. Jetzt müssten wir noch was zukaufen oder kaufen noch was zu. Aber was? Hier würde noch was gehen. Hier geht auch noch was, aber auch nicht viel. Und ja, Wagen voll zu machen, das oder was? Schon unterwegs. Gehen wir mal nach da oben. Wo ist er denn jetzt hier? Ja. Jetzt haben wir gerade ein negatives Geschäft. Wie sieht's hier aus? Okay, der hat 1100. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo noch Truppen machen, die dann da auch noch rumziehen. Sonst wird das nix. Oh, hier ist billig. Da geht was, aber auch nicht ganz viel. 5 Fisch. Können wir komplett verkaufen, okay. Hier geht auch noch was. Okay. 140 der Metalle, das ist super. Der Wein geht auch weg und hier, na, lohnt sich eigentlich gar nicht. Dann lassen wir das mal. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir einkaufen. Hier geht sofort hoch. Ja, bringt nichts. Brot gibt's hier, aber geht auch sofort hoch. Können wir also auch lassen. Das Bier lohnt auch nicht. Das wird auch sofort hoch. Der Honig geht auch sofort hoch. Bringt mir alles also nichts. Gut, dann ziehen wir weiter. Und wir wählen mal hier noch einen Kameraden aus. Geht das? Spießgesellen. Die sind teuer. ...13.000 kosten die Schwertkämpfer. Schmeiß mal 2 auf den Markt. Das war jetzt natürlich viel, ne? Wie viel laufen da noch? Auch 2. Ja, gut. Krasimir ist da angekommen. Handelt da erstmal eine Runde. Das wird sich alles nicht rentieren. Hier haben wir noch was, lohnt aber nicht. Kohle geht auch gleich runter. Machen wir mal bei 50 welche weg. Und hier lohnt sich's auch nicht. Ne, das geht schon runter, dann war es das. Ein Bier geht hoch, wenn wir es kaufen. Das lohnt nicht. Hier geht auch sofort hoch. Hier geht ein bisschen was. So. Geht sofort hoch. Lohnt nicht. 110 war da günstig. Ja. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Gehen wir nach da oben. Ja, die Belagerung, das wird sich schwer tun, ne? So, er ist da oben angekommen. Hier kommen die Truppen raus. Okay, jetzt sind es nur 800. Wir müssen gucken, dass da 2 Einheiten sind, mit denen wir dann angreifen, während da eine kommt, ne? Gut, das geht nicht. Aber das ist losgeworden. 177, wir haben 113. Machen wir mal 10 weg. Das ist günstig, das können wir dann kaufen.
Das ist teuer, ne? Ja. Hier wäre günstig, glaube. Und der Rest da, hier geht ein bisschen was zum Verkaufen. Ja, aber Lohn tut das auch nicht. Hier geht ein bisschen mehr. 40. Gut, der Wein ist nicht lohnenswert. Zukaufen wäre hier, ne? Das ist alle nicht relevant dann. Das ist unmöglich. Na, dann mach das mal so. Gut, aber ich sehe gerade, wir werden hier eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.